So, und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Video. Und zwar, vielleicht hast du gerade das Video davor gesehen, wo es darum geht, ob es gerade cool ist, nach Mexiko zu reisen oder nicht, wie die Situation ist und so weiter. Falls nicht, schau noch mal rein. Ansonsten, jetzt kommen wir zu der Frage, wie sieht es mit den Seealgen aus? Ist es tatsächlich so schlimm, wie alle sagen? Dazu jetzt mehr von mir. Du fragst dich, sind die Strände clean oder sind die völlig veralgt? Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe es abgecheckt und ich habe mich auch jetzt noch informiert bei meinen Leuten und ich habe auch die Stories alle angeguckt von den Leuten, die jetzt gerade in Playa del Carmen sind und jetzt gerade in Tulum sind. Und ich muss leider sagen, also vor ein paar Wochen war Tulum extrem schlimm. Es war voller Seealgen, der ganze Strand war voll, da waren Haufen Berge und die Leute haben versucht, diese Seealgen wegzumachen, aber du kommst einfach nicht hinterher. Jeden Tag kommt neu. Und davon mal abgesehen, dass am Strand viele Seealgen sind und die auch stinken und es nicht cool aussieht, im Wasser sind ja auch, also im Wasser sind die ja, und das ist ja, selbst wenn die in den Strand reinigen, das Wasser ist halt dunkel. Es ist nicht türkisklar, so wie man das kennt. Dasselbe im Playa del Carmen. Ich muss sagen, es war ein bisschen weniger, glaube ich, als in Tulum, aber das Wasser ist auch dunkel, ne? Und ganz ehrlich, Cancun hatte auch ein paar Seealgen vor kurzem, aber jetzt ist es einfach clean. Und Cancun hat so viele verschiedene Strände. Cancun ist ja so aufgebaut, ich weiß nicht, ob du es kennst von der Karte her, es gibt verschiedene Strände. Das heißt, wenn hier Seealgen sind, sind in der Regel zum Beispiel hier keine. Na, also du hast immer Strände in Cancun, wo keine Seealgen sind. Die besten, cleansten Beaches, die saubersten Strände waren auf jeden Fall Playa Tortuga. Ich kenne halt alle, ne? Ich kenne alle Strände, weil ich überall immer lang spaziere, deswegen weiß ich das. Playa Tortuga war sehr geil, Playa Presidente absolut nicht, Playa Caracol war auch nicht sauber, jetzt allerdings wieder sauber. Playa Forum ist sauber gewesen, letztes Mal, wo ich da war. Playa Delfines weiß ich zurzeit nicht, weil wo ich einmal da war, da ist Seegras auch gewandert. Dann war das erst am Forum Beach richtig dolle. Am nächsten Tag war es schon wieder fast am nächsten Strandabschnitt, also das wandert dann so. Ne? Aber ich kann euch sagen, Cancun, Isla Mujeres, Cozumel, die Insel, und Isla Holbox, sehr, sehr sauber. Also wenn ihr einen sauberen Strand möchtet, dann kommt nach Cancun, Isla Mujeres, Holbosch oder fahrt nach Cozumel. Wenn ihr in Playa seid oder in Tulum, und natürlich ist es trotzdem ein nicer Platz, so, also man kann da trotzdem coole Sachen machen, dann geht vielleicht auch mal in einen Beachclub und so, genießt es, ansonsten geht in eine Cenote, Leute. Cenoten sind so, so schön und ich glaube, das wird euch richtig, richtig gut gefallen, wenn ihr mal so eine Cenoten abcheckt, beziehungsweise es gibt wirklich ganz, ganz viele und dann habt ihr so ein bisschen ja, habt ihr, das macht das dann alles so ein bisschen gut. Ne? Bei Cenotes zum Beispiel haben wir in Cancun nicht so viele, aber zwischen Playa del Carmen und Tulum sind sehr viele. In Valladolid sind auch sehr, sehr viele. Das kann ich euch empfehlen. Wenn ihr übrigens mal nach Mexiko kommt und irgendwie eine Cenotentour machen möchtet, schreibt mich gerne an. Also ich biete auch bei Show Me Around heißt es, glaube ich, habe mich ganz neu angemeldet, an, dass ich quasi als Local die Leute ein bisschen rumführe. Ansonsten könnt ihr mir privat schreiben. Ich habe auch überlegt, vielleicht Airbnb Experience zu machen oder einfach auch eine Tour euch vermitteln könnte. Ich habe da sehr gute Preise, also wirklich coole Deals. Dann kommt einfach auf mich zu, schreibt mir eine Nachricht. Und ich freue mich auch, wenn wir uns einfach mal treffen, wenn ihr hier seid. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich würde mich mega freuen, wenn ihr nach Mexiko kommt. Mexiko ist ein so unglaublich schönes Land und es gibt so viel zu sehen. Also ich bin voll verliebt seit 2015. Bin ich verliebt in Mexiko. Ja, und deswegen bin ich auch geblieben. Ansonsten ganz viel Spaß dir. Schreib mir gerne oder folg mir auf Instagram, da siehst du auch mal die aktuellen Stories, wie es gerade in der Umgebung aussieht. Und dann alles Gute für dich, liebe Grüße und bis bald.